Heute bauen wir einen richtig coolen Navigation Slider. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute bauen wir einen Navigation Slider mit HTML, JavaScript und CSS. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und richtet sich mehr an die Beginner. Was heißt, ich werde auf ziemlich alles ziemlich intensiv eingehen. Und wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, wie immer findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung einen Link zu Discord, wo ihr der Community joinen könnt, Fragen stellen könnt, Fragen beantworten könnt oder euch mit Gleichgesinnten austauschen könnt. Ansonsten, ja, legen wir direkt los und bauen uns mal einen richtig coolen Menüslider. Los geht's! So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Video. Wie immer findet ihr unten in der Videobeschreibung natürlich eine Live-Demo zu dem, was ihr hier seht. Und was seht ihr hier eigentlich? Wir haben hier eine Navigation. Wenn ich hier drauf drücke, dann rutscht dieser kleine grüne Strich immer genau dahin, wo quasi unser Menüpunkt gerade aktiv ist. Das Ganze funktioniert mit einer Klasse, was heißt, es würde auch in React, Angular und View funktionieren, genauso wie in WordPress. Also in dem Moment, wenn euer Menü eine aktive Klasse setzt, wird dieser Effekt funktionieren. Prinzipiell seht ihr aber auch, dass dieser Balken nicht nur die Position verändert, sondern auch seine Größe, weil er passt immer perfekt auf den Menüpunkt, selbst wenn der Menüpunkt kleiner oder halt größer wird. Aber wie genau funktioniert das alles? Das gucken wir uns jetzt an. Los geht's! So, los geht's mit dem eigentlichen Tutorial. Wie immer eine kleine Einführung in unser Setup. Wie immer findet ihr unter der Videobeschreibung einen Link. Dort ist quasi alles nochmal genau erklärt. Was habe ich hier in unserer Index.html? Ist noch nichts wirklich, was relevant für dieses Tutorial ist. In unserem Main.js ist noch absolut gar nichts. Und in der Main.sass ist auch noch nichts, bis auf meinen Standard-Preset hier oben, wo ich einfach nur ein paar Farbvariablen importiere. Also legen wir jetzt mal los mit HTML. Viel Spaß! So, los geht's mit HTML, weil wir brauchen ja erstmal ein Menü bzw. eine Grundstruktur, die wir dann später benutzen können. Hierfür brauchen wir als erstes eine Navigation und diese Navigation hat eine ID, main-nav. So, dann, wenn wir das erstellt haben, brauchen wir natürlich noch eine unordered Liste, in der sich wiederum Listenpunkte befinden. Und innerhalb eines Listenpunktes haben wir natürlich einen Link. Der braucht in unserem Fall jetzt kein href, allerdings braucht unser Link einen Inhalt. Und in diesem Fall schreibe ich hier jetzt Home rein und wir haben hier nicht nur ein Text, sondern wir haben hier auch noch ein Icon und das kopiere ich mir jetzt einfach rein. Das ist einfach ein Image, was zu einem SVG-Icon führt und das Ganze kann ich jetzt abspeichern und dann haben wir in dem Moment hier unseren kleinen Globus und hier haben wir auch unser Home. Das sieht man jetzt so ein bisschen schlecht, weil es so klein ist. Prinzipiell ist natürlich ein Menüpunkt für ein Menü relativ langweilig, vor allem wenn man einen Slider bauen möchte, der unter den aktiven Menüpunkten hin und her switcht. Deswegen brauchen wir das Ganze viermal. Ich habe jetzt einfach das obere quasi viermal hier reinkopiert. Das Einzige, was sich unterscheidet, ich habe den dritten Menüpunkt einfach jetzt per Zufall mal auf Active gesetzt. Das ist unsere aktive Klasse. Das kann je nach Verwendungszweck, ob ihr das in Vue nutzt, in Angular oder in WordPress, kann das sich unterscheiden. Also ihr müsst hier einfach eure aktive Menüklasse definieren. Das kann natürlich etwas anderes als Active sein. Prinzipiell brauchen wir aber noch etwas, und zwar unseren kleinen Balken, den wir animieren wollen. Und das ist einfach eine Divbox mit einer Klasse, und zwar NavSlider. Das Ganze speichern wir jetzt so ab und damit haben wir schon alles, was wir brauchen. Wir haben jetzt hier unsere vier Icons. Wir haben natürlich auch vier Namen dazu. Es können natürlich auch nicht nur vier sein, sondern es können zwei sein, es können 100 sein. Das liegt ganz bei euch. Prinzipiell können wir jetzt mal anfangen, das Ganze zu stylen, damit es nicht mehr ganz so hässlich aussieht. So, wie angekündigt, wollen wir jetzt in unserem SAS-File etwas stylen und dafür sage ich jetzt hier als erstes mal unsere Navigation. Die bekommt als erstes mal einfach Display Flex, außerdem Justify Content Center sowie Line Item Center, damit alles wunderbar zentriert ist. Und wir sagen hier Position Relative. Aber warum Position Relative? Wir haben ja später diesen kleinen Menüslider und den wollen wir abhängig von unserer Navigation positionieren und deswegen müssen wir hier quasi einen neuen Ankerpunkt generieren mit Position Relative. Natürlich haben wir hier jetzt nicht nur unsere Navigation, sondern wir haben ja unsere Unordered List. Standardmäßig hat eine Liste Padding und Margin, deswegen definiere ich das jetzt weg. Und ich sage, bitte Liste, nimm 100% unserer Navigation ein. Außerdem auch hier brauchen wir das alles, um das zu zentrieren. So, in dem Moment ist das alles wunderbar zentriert, aber ihr seht hier, die Punkte sind noch hier untereinander. Das müssen wir natürlich jetzt auch noch ändern, deswegen sage ich LI. Und als erstes, was wir hier machen, ist ListStyleNone. Das heißt, wir wollen keinen ListStyle hier drin haben. Und auch hier drin wollen wir quasi DisplayFlex sowie CenterCenter. Das Einzige, was wir hier jetzt noch hinzufügen müssen, ist FlexDirectionRow, damit das quasi alles in einer Zeile steht. In dem Moment, wenn wir das gemacht haben, können wir jetzt noch einen Abstand hinzufügen. Margin 0, 3 rem 0, 0. Und hier können wir jetzt sagen Last Child und sagen hier Margin bitte gar nichts, weil unser letztes Element braucht keinen Abstand mehr.
In dem Moment haben wir jetzt hier wunderbar unsere Menüpunkte fertig. Allerdings haben wir hier drin ja noch einen Link. Und diesen Link müssen wir natürlich auch stylen. Als erstes sage ich hier deswegen mal Color White, sage Font Size 1.8 Rem. Und in dem Moment können wir auch noch sagen Cursor Pointer. Und was wir auch noch sagen können, ist quasi einmal das hier oben nehmen und hier unten einfügen. So, wenn wir das Ganze abspeichern, haben wir jetzt hier unsere Punkte. Das Einzige, was uns hier jetzt natürlich noch fehlt, ist, das rutscht hier alles so komisch übereinander. Das wollen wir nicht, das liegt an unseren Bildern. Das wollen wir jetzt ein bisschen verbessern, indem wir hier sagen, nicht Windows, sondern 2 Rem weiter. Und wir sagen, unsere Bilder haben 1 Rem Abstand. Und in dem Moment haben wir hier wunderbar unser Menü gestylt. Wir können jetzt natürlich noch hingehen und sagen, okay, wir wollen hier noch so eine Transition von 250 Millisekunden auf alle Attribute, weil wir legen jetzt hier noch so ein Mouse-Over-Event drauf und sagen hier Color und in diesem Fall sage ich CI Green. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und ich hier mit der Maus drüber gehe, sehen wir, der Text verändert sich schon wunderbar und wir haben ja in unserem Index.html-File hier eine Klasse Active, dass wir auf unser Element legen und deswegen können wir hier runtergehen und sagen, und wenn unser Link die Klasse Active hat, dann sagen wir bitte auch, wir wollen CI Green haben. Das Ganze speichere ich jetzt ab und ihr seht, der dritte Punkt leuchtet grün. Damit haben wir schon fast alles geschafft, was wir brauchen. Allerdings haben wir hier unten noch unseren Nav Slider. Den müssen wir natürlich auch noch stylen. Und zwar gehen wir jetzt hier rein und sagen Nav Slider und hier sagen wir Position und Absolute. Außerdem sage ich hier Top minus 1 Rem, wir wollen das nämlich so ein bisschen weiter nach unten ziehen und ich sage Left 0, außerdem eine Weite von einem Rem, also 10 Pixeln und eine Höhe von 0.3 Rem sowie Background Color, in meinem Fall auch CI Green, kann sich natürlich bei euch unterscheiden. Das Ganze speichern wir jetzt ab, allerdings brauchen wir hier noch eine weitere Klasse und zwar Animation. Und Animation sagt uns einfach nur Transition 250 Millisekunden auf All. Und warum lege ich das auf eine Klasse und nicht direkt auf unseren Nav-Slider? Der Grund ist, ihr seht ja hier diesen kleinen Punkt. Beim Initial Load wollen wir später erzeugen, dass wir keine Animation haben, sondern dass der Strich direkt perfekt unter Skill liegt und nicht erst von hier dahin animiert wird, was der Fall wäre, wenn wir direkt Transition hier drauflegen werden. Hier fehlt auch noch ein Befehl, den werde ich euch gleich erklären, wenn wir in JavaScript dazu kommen. So, los geht's mit JavaScript. Als erstes brauchen wir eine Variable, und zwar unsere Navigation. Das mache ich mit Document Query Selector und suche mir hier einfach unsere ID Main Nav. Das nächste, was wir brauchen, ist alle Navigationselemente, was heißt Nav Elements. Und ich suche innerhalb von Navigation mit Query Selector All einfach alle Links und erstelle mir daraus ein Array unter dem Namen Nav Elements. Das nächste, was ich brauche, ist unseren Slider. Diese Sliderbox, die wir animiert haben, die befindet sich natürlich auch innerhalb unserer Navigation, also nav.querySelector und dann sage ich hier nav-slider. Das ist eine Klasse, aber dadurch, dass ich hier querySelector und nicht querySelector mit dem all-Anschluss quasi genommen habe, kriege ich hier kein Array, sondern nur ein Element. Außerdem brauchen wir unsere Active Class Name und hier sage ich, diese Klasse heißt Active. Das kann sich bei euch unterscheiden, wenn ihr beispielsweise Angular oder Vue nutzt, habt ihr hier andere Klassennamen, die per Default einem Link gesetzt werden, wenn dieser Link aktiv ist. Bei WordPress könnt ihr den Custom vergeben und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, damit ihr diesen Effekt auch überall nutzen könnt. Außerdem haben wir noch einen Status und zwar initLoad und den setze ich auf True, weil wir wollen ja später unsere Klasse setzen mit der Animation und die soll erst gesetzt sein, wenn es nicht mehr der initialLoad ist. Das nächste, was wir machen, ist, wir haben hier Nav Elements und gehen einfach mal durch jedes Element durch. So, und sagen jedes Element, was wir hier haben, element.addEventListener. Und wenn wir hier draufklicken, dann soll bitte was passieren. Das kann natürlich bei euch auch der Fall sein, dass ihr das nach einem Routing-Event, beispielsweise in Angular oder Vue, machen müsst. Das erste, was wir hier machen, wir wollen mal gucken, dass wir immer unser Link-Attribut finden. Und dafür sage ich hier event.pass. Beziehungsweise erstmal kurz Event, aber wir können da noch nicht drauf zugreifen, weil wir das noch nicht hier oben definiert haben. Wenn ich das jetzt so mache und das hier mal lade und ich hier draufklicke, dann seht ihr, wir kriegen hier ein Pointer-Event und wenn ich hier runter scrolle, dann seht ihr, wir haben hier auch wunderbar
unser Target, das ist unser Link. Wenn ich aber hier auf den Globus klicke und mir jetzt mal das Pointer-Event angucke, dann sehen wir, dass mein Target nicht der Link ist, sondern das IMG. Und das ist nicht gut, sondern wir brauchen ja unser Link komplett als Target und dafür brauchen wir als erstes eine Funktion und die nennen wir getLinkElement. Hier erwarten wir, dass wir ein Array von Elementen bekommen und wir returnen etwas und zwar element.find und hier unser Element, das wir gerade durchsuchen wollen und element.tagName ... und hier ein großes A. In dem Moment, wenn ich das mache und diese Funktion hier oben aufrufe mit unserem Event, in dem Moment bekommen wir nämlich immer nicht zurück, weil ich muss hier auf Pass gehen. Und in dem Moment übergeben wir quasi immer ein Array von Elementen und wenn ich hier drauf drücke, kriege ich, auch wenn ich auf den Globus drücke, jetzt immer das direkt zurück. Wenn wir uns das hier mal direkt angucken mit console.log, sehen wir auch, dass in dem Moment, wenn ich hier drauf drücke, kriege ich A, L, I und so weiter. Und wenn ich auf den Globus drücke, kriege ich IMG, A und so weiter. Und hier ist es jetzt quasi komplett egal, ob ihr hier drin noch viel weiter verschachtelte Menüelemente habt oder sowas. Wir gehen quasi immer so weit hoch, bis wir unseren Link finden. Und das ist super. Das nächste, was wir nämlich jetzt brauchen, ist, wir wollen unsere Aktivklasse toggeln. Und dafür brauchen wir eine weitere Funktion, die nennen wir addToggleClass. Und addToggleClass erwartet von uns natürlich auch etwas, und zwar unser newElement. Und hier wollen wir etwas definieren, und zwar als erstes definieren wir unser oldElement und suchen mit document.querySelector unseren Namen, und zwar unseren Namen der ActiveClassName. Hier brauchen wir natürlich einen Template-String, damit wir auch die Auszeichnung verwenden können. Was hat er jetzt? So, Komma und einfügen. Ja, läuft. So, das Ganze können wir jetzt machen und hier oben fügen wir jetzt statt unserem Console-Log mal diese Klasse ein. Beziehungsweise nicht diese Klasse, sondern diese Methode, diese Funktion ein und haben hier unser altes Element. Und wenn ich das jetzt ausgebe mit Console-Log und wir das Ganze hier anklicken, dann kriegen wir einen Fehler. ActiveClassName. Ich habe natürlich das N klein geschrieben. Wenn ich das jetzt abspeichere und hier drauf drücke, kriegen wir unser aktives Element Nummer 3. Das funktioniert also wunderbar, weil das hat hier die aktive Klasse. Das nächste, was wir also machen, ist, wir sagen, okay, unser oldElement ClassList und sage hier remove und dann natürlich wollen wir unsere aktive Klasse einfach mal entfernen und wir haben hier ein neues Element und diesem neuen Element möchte ich jetzt gerne ClassList add unsere aktive Klasse hinzufügen. In dem Moment speichere ich das Ganze ab und wenn ich jetzt hier drauf drücke, seht ihr wunderbar, unser Menü, die Positionierung unserer aktiven Klasse funktioniert also. Jetzt müssen wir uns um diesen kleinen Strich kümmern, den wir animieren müssen. Und dafür brauchen wir eine Funktion, die nennt sich AnimateNavSlider. Die haben wir natürlich noch nicht. Das heißt, die sollten wir uns jetzt erstmal definieren. Und diese Funktion erwartet von uns ein Element. So. Und wie kriegen wir dieses Element? Das müssen wir hier definieren. Unser aktuelles Element, das wir übergeben möchten, ist quasi einfach unser neues Element. Das ist ja quasi das aktive Element. Und wenn wir das jetzt hier uns mal ausgeben lassen, console.log und sagen hier inner text und ich speichere das Ganze ab und drücke hier drauf, kriegen wir about, hier home, skill, contact und so weiter. Funktioniert also wunderbar. Also, was müssen wir jetzt in unserer Animate-Funktion machen? Als erstes sagen wir setAnimation. Das ist auch eine Funktion, die erwartet nichts von uns und die wird einfach am Anfang getriggert, weil die uns quasi die Animation setzt. Weil, wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen nur, wenn der Initial Load false ist, dann wollen wir unsere Animation starten. Das heißt, wir sagen jetzt hier initLoad. Wenn das true ist, dann sagen wir initLoad gleich false. Und hier sagen wir, wenn initLoad false ist, dann sagen wir navSlider.classList.add und hier einfach animation. Und wenn wir das vergeben, dann wird quasi jetzt eine Transition auf unseren Slider gesetzt und dieser wird sich animieren. In dem Moment soll ich das hier oben aber mal löschen, das hat sich nämlich gerade aus Versehen hinzugefügt. So, wenn wir das gemacht haben, jetzt müssen wir natürlich die Position und die Größe unserer Funktion, also unseres kleinen Sliders berechnen. Und dafür brauchen wir drei Werte, nämlich einmal die NavPosition,
Dann brauchen wir eine weitere Position, und zwar unsere Element Position. Und wir brauchen noch eine dritte, und zwar die Weite. Und wie können wir das alles berechnen? Als erstes haben wir global definiert unsere Navigation, und hier können wir jetzt einfach mit get und dann bounding rectangle, und hier können wir mit x unsere Position erhalten. Dasselbe machen wir quasi hier unten auch nochmal, nur dass wir hier uns auf unser Element beziehen, und hier machen wir quasi nochmal dasselbe, nur dass wir uns nicht auf die Position, sondern auf die Weite beziehen. Wenn wir das Ganze jetzt haben und ich hier sage console log und ich logge uns das Ganze einmal mit position, dann element position und unserer Weite, und ich speichere das Ganze ab und ich drücke hier drauf, sehen wir 48, 157, 44, und ich klicke ganz am Anfang und sehe hier 48, 48. Und das ist ein Fehler, weil dieser Strich ist gerade eigentlich auf der Position 0. Wir wollen ja nicht, dass der auf der Position 48 ist, weil wenn wir das übergeben würden, dann würde der immer komisch durch die Gegend rutschen. Deswegen brauchen wir hier die Navigationsposition, weil wir ziehen jetzt einfach nur unsere Elementenposition. Da ziehen wir die Navigationsposition einfach von ab, speichern das Ganze ab und ich klicke hier drauf. Und jetzt sehen wir hier, okay, der zweite Punkt hat 108 und der erste Punkt hat 0. Und das ist wunderbar, genau das brauchen wir nämlich. Und das speichern wir uns jetzt nochmal als Variable ab und sagen Position. Das ist einfach Elementposition minus Position unsere Navigation. Und jetzt sage ich Nav Slider bekommt ein Style Value von uns, nämlich Trans. Warum hat er jetzt hier das so auto-completed? Das will ich natürlich nicht. Ich möchte hier gerne Style. Komm. So, Style. Und jetzt sagen wir hier Transform und hier ein Template String, weil wir wollen jetzt ein Transform machen und als erstes Translate. Und wir wollen hier ja die Achse verwenden, aber diese Achse nicht. Deswegen sagen wir hier 0 und hier hinten px für Pixel. Und jetzt fügen wir hier einfach das ein. Wunderbar, hat funktioniert. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier drauf drücke, seht ihr, der Punkt springt beim ersten Mal einfach instant, wenn ich hier drauf drücke, dahin. Und sobald ich hier das nächste Mal navigiere, animiert er sich. Was heißt, wir müssen unsere Animation Slider-Funktion direkt hier unten einmal ausführen. Und zwar sagen wir add toggle class und hier sage ich get active element. Und unsere getActiveElement-Funktion existiert noch nicht. Die sollten wir natürlich auch eben erzeugen, damit wir beim InitialLoad direkt das haben. Das heißt, ich sage Position und habe hier oben getActiveElement und return Elements, beziehungsweise, ne, müssen wir gar nicht. Wir können einfach sagen document.querySelector und hier mit einem Template-String suchen wir uns die Klasse, die wir hier oben unter Active gesetzt haben. Das Ganze speichern wir jetzt ab und in dem Moment seht ihr, der Punkt springt jetzt direkt zu meinem aktiven Element. Wenn ich hier beispielsweise die Klasse von unserem dritten Element wegnehme und es zum zweiten reinsetze, dann wird immer unser zweites Element gehighlightet. Was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich die Position. Wir könnten das über die Weite manipulieren, aber das ist eigentlich gar nicht so schön, sondern wir machen das über Scale X. Das heißt, wir skalieren unseren kleinen Balken immer mit einem Multiple, so weit, dass er genau passt. Und hierfür sage ich jetzt, okay, dafür haben wir hier unsere Weite genommen. Wenn wir das jetzt aber so machen würden, würde das natürlich nicht funktionieren, sondern ich teile die Weite durch 10. Wie komme ich auf die 10? Das ist einfach die Standardweite unseres Sliders und so kriege ich das Verhältnis für den Scale. Wenn ich das jetzt abspeichere, dann seht ihr, es ist größer geworden und es verändert sich auch in der Größe, aber es sieht noch nicht so richtig gut aus. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich anfangs erklärte, und zwar diese Transition bzw. Transform bezieht sich immer auf den Mittelpunkt unseres Div-Elements. Wir müssen den verändern. Also wir sagen hier Transform Origin, sagen Center und Left. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Und jetzt richtet sich unser Element in der Mitte aus und ganz links, sodass wir immer hier quasi unseren Transform anwenden. Und wenn ich jetzt das hier bewege, seht es wunderbar aus und der Balken passt sich wunderbar an. Und ihr könnt das ziemlich einfach überall integrieren. Das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung auch jede Menge Links zu Social Media, aber auch zu anderen Affiliate-Seiten, wo ihr diese Shell supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.